Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video von den Konferenzlautsprechern. Wir haben einmal die kleinere Variante, die ist aus Metall, die größere Variante, die ist aus Plastik und hat hier auch noch einen beleuchteten Ring. Und ja, ich habe gedacht, wir machen einfach mal beide gleichzeitig, weil sie können ja das Gleiche, dass man die dann vielleicht mal zusammensieht und dann könnt ihr euch entscheiden, welche denn für euch das Richtige wäre. Machen tun sie im Prinzip beide das Gleiche. Wir hatten die ja schon ausgepackt. Ich habe die jetzt nochmal eingepackt gehabt, weil ich das Video ja gestern gemacht habe. Brauchen wir jetzt. Anleitung brauchen wir nicht. Große Variante ist halt die edlere Variante. Ist auch ein bisschen kleiner. Wir haben bei beiden haben wir einen USB-Stick mit bei. Wir haben ein USB-C-Ladekabel bei beiden mit bei. Wir haben bei beiden ein Klinkekabel mit bei, um am PC anzuschließen. Wir haben auch bei beiden einen USB-Stick mit bei, um am PC anzuschließen. Aber wir werden für den Test, weil mein PC ja auf der anderen Seite steht, für den Test werden wir beide ans Handy anschließen und gucken, wie der Ton ist. So, ihr seht da beide mal gleichzeitig. Zoom mal ein Stück rein. So, das ist die etwas teure Variante. Hier haben wir einen Ring, ein bisschen angelehnt an ein Echo, würde ich sagen. Wir haben hier Touch-Tasten. Hier haben wir richtige Tasten mit dem Feedback, also richtig zum Drücken. Beide haben auf der Unterseite Gummi, damit sie nicht rutschen. Hier können wir auch noch den USB-Stick verstauen bei der kleineren Variante. Bei der größeren Variante gibt es diese Möglichkeit nicht. Bei der kleineren Variante haben wir auch alle Anschlüsse freiliegend. Ja, also praktisch Klinke Ein- und Ausgang, ein USB-C und das ist, denke ich mal, so ein Sicherheitsding hier, dass man sie nicht klauen kann, wo ich den Namen vergessen habe. Bei der größeren Variante haben wir die auch, aber die sind nicht freiliegend, die sind hier versteckt unter so einem Gummipinüppel. Ein- und Ausgang und USB. Auch natürlich C und dann hier dieser Sicherheits Dingsbums da. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal den kleinen an. Hat der keinen Saft? Der hat keinen Saft, dann brauchen wir doch den USB, um ihn mit Saft zu versorgen. Die haben auch beide einen eingebauten Akku, soweit ich das gelesen habe. Na, komm doch her. Der will nicht in den USB. Jetzt. So, und den schließen wir dann einfach mal an. So. Wir können den kleinen ja mal testen. Ist der? Der hat Strom. Oder hat der Kleine gar keinen eingebauten Akku? Also er scheint hier zu laden. Wir gucken mal, wenn ich den jetzt trenne. Sieht auch aus, als wenn hier mehrere LEDs sind.
Steht hier natürlich auch nicht drauf, wie stark der Akku ist, der da drin ist. Und bei dem steht es natürlich auch nicht drauf. Okay, also es steht nicht drauf. Lassen wir den jetzt einfach mal an. Ah, da, seht ihr? Ich nehme jetzt mal mein Handy, ich verbinde mal mein Handy. Bluetooth an. So, wir haben Bluetooth an. Und hier haben wir Luna. Koppeln. Und wir haben jetzt Luna. Kontakte teilen brauchen wir nicht. Wenn das so anlassen. Und dann gehe ich mal auf Spotify als erstes rauf. Bluetooth zulassen. Für Android 12 mit Bluetooth. Ja, ich habe jetzt Android 12, jetzt ist hier irgendwas neu, keine Ahnung. Bibliothek, gerechter Zaun. Das darf ich nicht abspielen. Ah, schau mal hier. Ja, das stellen wir hiermit praktisch auch das Handy. Weil ich hatte es auch schon mal bei einigen Bluetooth-Lautsprechern, dass die, wenn man da laut gemacht hat, nicht das Handy laut gemacht haben, sondern intern nur laut gemacht haben. Und dann konnte man halt, wenn man Handy laut gemacht hat und hier laut gemacht hat, noch mehr rausholen. Das ist jetzt hier nicht. Die Qualität für den einzelnen Lautsprecher ist gut. Sehr gut sogar. Voice AI, okay. Voice AI off. Okay, Google. Okay, Google. Wie spät ist es? Okay, Google. Wie spät ist es? Es ist 17:27 Uhr. Also die Stimme ist klar und deutlich zu verstehen, die Musik ist auch klar und deutlich zu verstehen. Ich habe jetzt leider keinen, den ich anrufen kann. So, dann machen wir hier mal aus. Aber lassen wir mal zum Laden da dran. Den nehmen wir beiseite und nehmen uns mal den nächsten vor. Zudem habe ich sogar, ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen, schon mal Videos gemacht. Unboxing und Hardware-Video. Der ist wirklich von der Qualität, ist der sehr gut.
Den hat ein Kollege von mir geordert gehabt. Als Konferenzlautsprecher für seinen Schreibtisch. Also er sitzt halt praktisch in einem Büro und seine Chefsekretärin gerade rüber. Und wenn sie dann halt mit irgendwelchen Kunden-Meetings haben, dann, weil hier sind hier noch Lautsprecher ringsherum. Vier Lautsprecher sind hier ringsherum, hier auch. Dass der praktisch, egal wo, du sitzt links, rechts, du hast einen super Klang und die sind davon echt überzeugt. Brauchst halt kein Telefon hin und her geben, machst das an, fertig. Und das ist halt Mut. So. Achso, ich wollte ja Bluetooth. So. M2. Koppeln. So, jetzt haben wir den M2 gekoppelt. Hier ist Mute. Mute aus. Hier ist laut. Wir können ja mal den ganz leise machen. Und dann gehen wir nochmal hier auf. Das ist die lauteste Stufe. Reagiert sehr schnell. Ich finde sogar, der reagiert ein bisschen schneller als der Kleine. Da reagiert der schneller. Entkoppelt. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder koppeln. So, verbunden. Ich werde mal versuchen, ob der Rudi da ist. Erstmal nochmal gucken, ob die Musik noch da ist. Ja. Also wie gesagt, es ist eigentlich nicht für Musik, es ist einfach ein Konferenzlautsprecher. Aber die Musik kommt gut, man hört die Stimmen klar und deutlich. Ich werde mal versuchen, den Rudi anzurufen. Rudi. So, mein Handy weghalten, dass man die Nummer nicht sieht. Rudi muss wieder als Opfer herhalten. Grüße gehen raus an Rudi. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht er. Schade. Der Rudi ist nicht erreichbar. Das ist sehr, sehr schade. Ich kann ja auch nicht einfach Hinz und Kunz anrufen und muss ja vorwarnen, damit die im Video dann sind. Das ist sehr, sehr schade. Muss ich vielleicht nochmal später testen. Aber den habe ich getestet im Gespräch schon mit Freunden, also mit Martin damals. Martin hat mich sehr gut verstanden. Ich habe ihn auch sehr, sehr gut verstanden. Und das ist ja nur eine kleine abgespeckte Variante, halt mit praktisch das, was hier drin ist, ist fast genauso wie hier auch drin. Bloß wir haben ein einfacheres Design. Wir haben richtige Tasten. Und wir haben halt kein schickes LED-Licht, wir haben halt hier nur die LED-Punkte. Und irgendwas hat gefehlt. Irgendeine Möglichkeit hat gefehlt. Ich weiß aber jetzt nicht genau, was da gefehlt hat. Komme ich jetzt drauf? Nee, ich komme nicht drauf. So. So, ich habe jetzt extra nochmal nachgeschlagen, was dieses AI bedeutet, das ist Voice Ion. Voice Ion, das ist eine KI-Rauschunterdrückung, die man ein- oder ausschalten kann. Voice Ion off. Voice Ion. So, dann Taste Bluetooth ist halt praktisch diese mit dem, ist keine Bluetooth-Taste, ist ein Halbkreis mit einem
mit einem Pfeil, die ist hier halt Bluetooth. Ja, die Voice Ion, also praktisch hier Rauschunterdrückung haben wir hier auch. Wir haben beide einen aus. Mute ist hier ist Mute da praktisch in der Mitte rauf gedrückt. So, die anderen Tasten laut leise haben wir ja hier auch. Power ist hier haben wir Power hier. Der Telefonhörer ist Nummer 3. Das ist Anruf entgegennehmen oder ablehnen. Also beziehungsweise beenden. Einmal drücken, annehmen, nochmal drücken ist beenden. Also ist im Prinzip kinderleicht zu verstehen eigentlich. Und mit dem habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht. Den konnte ich ein bisschen testen damals. Hat auch sehr gute Bewertungen bei Amazon und das ist halt jetzt die kleinere, abgespecktere Variante. Da müsst ihr dann halt gucken, was für euch jetzt zutreffender ist. Was für euch jetzt besser ist. Ich mache mal kurz vom Strom ab. Wir gucken jetzt mal. Doch, seht ihr, der hat doch einen eingebauten Lautsprecher, Batterie. Machen wir beide aus. So, wie gesagt, wir haben hier ein Plastikgehäuse, hier haben wir ein Metallgehäuse. Der ist ein bisschen höher und wiegt auch ein bisschen mehr. Beide haben sie auf der Unterseite Gummi zum Anti-Rutsch. Einmal hier vier Stück, drei Stück. Hier ist es einmal ringsherum. Wir haben hier keine Möglichkeit, den USB-Stick zu verstecken. Hier haben wir eine Möglichkeit, den USB-Stick reinzumachen, damit er uns nicht abhanden kommt. Beide haben sie vier Mikrofone. Bei dem großen ist es hier. Sieht es so aus? Das ist eins, zwei. Ne, der hat nur drei, so wie es aussieht. Drei. Der, wo haben wir sie? Da. Eins, zwei, drei. Und hier ist Nummer vier. Das da. Also der hat vier. Gut, dann hat der halt ein Mikrofon weniger. Und ist halt was schwerer. Also da müsste man dann gucken, was für einen, ob man lieber so ein haptisches Feedback haben möchte, dass man halt noch richtige Drucktasten hat, oder ob man hier berührungssensitive Tasten haben will. Wie gesagt, vier Mikrofone, drei Mikrofone. Beide haben sie eine KI-Rauschunterdrückung. Und also für Gespräch, dass da Rausch unterdrückt wird. Man kann auch, ihr könnt halt wie gesagt auch mit dem Handy koppeln und als Bluetooth-Lautsprecher benutzen und darüber auch Gespräche annehmen. Das ist natürlich auch möglich, wenn ihr irgendwo seid. Es ist auch ein Akku drin, aber also die beiden sind vornehmlich dafür entwickelt worden und dafür gemacht worden, dass man die als Konferenzlautsprecher benutzen kann. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den mal einschalte. Und mal gucken, das ist so ja verbunden. Jetzt mache ich hier mal aus. Ich halte mal hier unten die Mikrofone von Google zu. Okay, Google. Da springt er auch gleich an. Ist auch angesprungen. Weil die Mikrofone werden ja dann auch hiervon schon mit benutzt. Weil, wie gesagt, wir sind ja gekoppelt. Das ist nicht nur jetzt der Sound. Auch die Mikrofone, wenn ich jetzt was sage, sind über dieses Gerät. Ja. Funktioniert auch sehr gut mit dem Hey Google oder Okay Google. Bei mir ist es ja Okay Google, im Auto ist es Hey Google. Manchmal kommen sie beide ein bisschen durcheinander. Ja. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das so. So, zwei. Sehr schöne Geräte. Ich finde, also rein optisch finde ich den größeren schicker, moderner. Aber der hat auch was so mehr im Retro-Style. So wie, kennt bestimmt keiner mehr die alte Fernsehserie Charlies Engel, ja, wo denn so ein kleiner Lautsprecher war, jetzt halt weit flacher und dann hier mit den Tasten, wo Charlie seine Engel ruft oder so. Ist gewesen, aber egal. Ich habe das damals geguckt. Hier haben wir dann auch eine schöne Tasche mit bei, damit wir den dann halt schön verpacken können. Oder halt, wenn er unterwegs ist, dass er nicht dreckig wird und so. Und hier haben wir dann halt natürlich nichts mit bei. Beide
haben sie, wie gesagt, ein USB-C-Kabel für Strom mit bei, einen Klinkekabel für an den PC machen und jeweils einen USB-Stick auch dafür, dass man es per USB am PC machen kann. Wenn der PC natürlich Bluetooth hat, kann man das natürlich auch mit Bluetooth am PC koppeln. Ich würde aber dann natürlich den USB-Stick bevorzugen. Ja, da hat man dann gleich eine einfache, super Verbindung und ja, dafür ist es ja eigentlich gemacht. Ja, leider kann ich euch da jetzt nicht mehr zu zeigen. Oder habe ich keinen? Oh, ich habe keinen jetzt gerade da, den ich anrufen kann. Meine Frau macht die Kleine gerade fertig. Rudi, meine Mutter kann auch nicht. Die ist nämlich gerade unterwegs mit einer Freundin. Scheiße. Naja, vielleicht kann ich ja noch mal morgen was aufnehmen und schneidet dann zusätzlich mit rein oder so. Wie gesagt, den habe ich ja schon getestet und der wird nicht wesentlich schlechter sein. Also nur, dass halt vom Design und ein Mikrofon fehlt. Ja, aber okay. So, das soll es denn hier soweit auch erstmal dazu gewesen sein. So. Und ich hatte ja damals noch einen ganz alten, damals auch schon von denen, wo der noch ein bisschen viereckig war. Der war auch richtig cool eigentlich gemacht. Aber naja, okay. Das soll es jetzt erstmal dazu gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestes tun, euch die Kommentare zu beantworten, weil wie gesagt, den hatte ich ja länger schon mal getestet. Der ist relativ neu. Ich werde jetzt mal noch die nächsten Tage so ein bisschen damit, ist ja auch nur das Hardware-Video, ein bisschen rummachen und mal ein paar Gespräche damit machen, die aber nicht aufnehmen. Und dann kann ich euch später dann nochmal ein bisschen mehr dazu sagen. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.